Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2, meine lieben Freunde. Feindliche Übernahme, die Mission, los geht's. Die Bruderschaft benutzt diesen Sender sicher, um ihre Lügen zu verbreiten. Wir sollten ihn niederbrennen. Jo, machen wir. Schluss mit das Gerede. Jetzt kaufen wir uns mal kurz Talente. Und zwar jeder Schwert hier. Okay, oder mit zerstörter Herzen. Hahaha. Nee, Spieler in der Nähe von Inugunami bekommen einen Schadensbonus auf ihre Nahkampf. Nein. Ja, kaufen wir das mal. Ja. Was bietet das? Bringt eine kurze Unverwundbarkeit nach einer Hinrichtung. Das hört sich doch mal richtig geil an. Nee. Nee. Ich glaub's nicht. So, weiter geht's. Angeblich lässt es sich hier draußen nicht Da selten ist kriegen. einer. Ich bin schon ein Jahr hier und habe ihn noch nie gesehen. Moment. Jetzt nicht mehr. Wo ist der nächste? Hier sind auf jeden Fall noch welche. Ja, da. Oder da. Den habe ich auf jeden Fall angehittet. Diese miese Ratte. Jetzt müsste er auch gleich tot sein nach dem Schuss. Jawohl. Nice, nice. Boah, dieses Licht, ne? Boah. Scheiß Licht. Nieder mit dir. Nieder mit dir. Okay, dann nimm's so. Wenn du es nicht anders willst, dann nimm's so. Gut. Zerstören wir mal eben wieder ein paar Herzen. War da nicht noch einer? Jo, da war noch ein Kollege. Herz zerstören, natürlich, natürlich. Gut, weiter geht's. Seht nur, wer aus dem Wald hereinspaziert ist. Zahme Lämmer, die zum Schlächter geführt werden. Zeig dich! Wer ist denn das jetzt? Naja, den werden wir sicher früher oder später noch sehen, den Typen, der zu uns gesprochen gerade hat. Moment. Gut. Alle tot. Herzen zerstören wieder mal. Da ebenfalls. Und noch zwei übrig, ne? Ne, noch drei. Jetzt noch zwei. Jetzt noch einer. Und fertig mit das Gemetzel. Weiter geht's. Oh, wow. Oh, what the fuck? Alter, Alter! Das ist überhaupt nicht geil. Was war denn das für eine Sch was, was, was? Was hat er denn da geschwungen? Ist das dieser Waffendieb? Ja, ne? Der klaut immer meine Waffe, genau. Ich glaube, das war der. Moment. Hinrichten! Bam! Da ist noch einer. Wow. Kollege. Das ist aber nicht die feine englische Art, hä? Mann, Mann, Mann. So, Herzen zerstören wir mal. Da sind noch auf jeden Fall noch welche. Also lasse ich die mal kurz in Ruhe. Und kümmere mich um die anderen Gegner. Wenn ich die sehen würde. Na, da wäre auf jeden Fall einer. Da war auch gerade noch einer. Na, na. Bams. Noch jemand? Aber wenn das Licht nicht wäre, ne? Freut euch, Brüder. Zu lange schon werden die Verdorbenen bestraft. Es wird Zeit, dass die Verdorbenen ihren Sieg feiern. Nur Feiglinge verstecken sich. Perfekt. Boah, wie viele hier kommen, ne, nebenbei. Das ist total das Massaker. Naja, ist auch für einen Koop-Modus eher ausgelegt, aber ich mache das alleine. Kein Problem. Aber ich glaube, das passt sowieso das an, wenn man alleine ist und wenn man mit anderen Spielern ist. Also die Gegnermassen und so. Warum schmeißt du? Er hat gerade meine Waffe weggeworfen, der Typ. Oder war das wegen dem Kettentyp? Das könnte auch sein, wegen den Typen da. Der klaut ja gerne die Waffen. Das könnte sein. So. Gut. Ah, fuck it. So. Noch jemand? Darf ich wieder meine Waffe nehmen? Ja. Das war aber nicht die Striker. Das war die Karabiner. Yay. Da lebt noch jemand. Ah, da. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Herzen. Herz zerstören. Herz zerstören. Herz zerstören. Und soll ich euch mal was sagen? Nochmal Herz zerstört. So. Gut. War das alles oder ist hier noch jemand, der sein Herz zerstört haben will? Anscheinend nicht. Schade, schade, aber da vorne sind da eh noch welche. Zum Beispiel der. Und das ist dann der vorletzte. Und das ist der letzte. Und das Licht scheint mir total
Boah, Mann, scheiß Licht. Zu lange schon ist die Finsternis in ihrem Wirt gefesselt. Die Finsternis gehört uns, den Verdorbenen, jenen, die die Finsternis willkommen heißen. Meine Klinge lässt deine Stimme verstummen. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Da geht's auf jeden Fall nicht runter wegen das komplette Licht. Alter, das scheint ja so wie weiß ich nicht was. Gibt's hier vielleicht noch einen anderen Weg? Wegen durch das Licht stirbt man ja nach einer Weile. Solange es immer weiter scheint, oder? War jedenfalls beim Singleplayer, glaube ich, ne? Umso stärker das Licht, umso länger man halt da drin ist. Ich suche gerade einen anderen Weg. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen anderen Weg, aber... Naja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und so schaut es auch gerade nicht so wirklich aus. Ich gehe mal wieder zurück. Oder ich laufe einfach mal durch das Licht. Weil ich kann es mir nicht vorstellen. Man stirbt nach einer Weile, wirklich, oder? War es nicht so? Ach, ich habe keinen Plan, ey. Ich habe total vor links... Licht total hier Angst, ey, bei The Darkness 2. Wegen... Man liebt halt nur die Dunkelheit. Naja, will ich mal einfach durchlaufen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, geschafft. Juhu. So, da nochmal durch. Ist da irgendwo noch ein Generator? Ist das ein Generator? Nee. Keine Ahnung. Aber da ist Munition. Cool. Aber nirgendwo ein Generator. Kann man Licht kaputt machen? Nee. Aber Munition wieder, Mann, ey. Ist das geil. Boah, da liegt immer noch Munition. Alter, wie viel Munition liegt denn hier? Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, ne? Hallo, Munition? Ah, wir sind voll. Das ist auch mal was. Dann lassen wir die einfach mal da. Und wo geht's weiter? Da vielleicht? Wow. Wer ist das jetzt? Der Wirt wird fallen. Er wird die Finsternis freilassen und die Verdorbenen werden sich erheben. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Feigling. Legt eure Waffen nieder. Kämpft mit denen, die euch verstehen. Mit denen, die eure Finsternis empfangen. Legt eure Waffen nieder. Oder sterbt. Heute Nacht stirbst du durch meine Klinge. Ach, Graves hat die ganze Zeit zu uns gesprochen. Okay, dann wollen wir mal den Graves gleich mal den Arsch versuchen, oder? Zersetzen und verstümmeln! Hä? Ich blute. Aber erst schalten wir Graves Männer aus. Auch gut. Wow. Okay, die haben, glaube ich, nicht so viel drauf. Wenn sie so weiter hinten bleiben. Nö, nicht so wirklich. Naja. Wow. Alter. Guck mir nicht so auf die Pelle. Das mag ich so gar nicht, ne? Moment. Boah, Alter. Die mit den Hin- und Her teleportieren, ne? Das geht mir gerade ein bisschen auf die Eier. Wo ist eine andere? Die andere befindet sich irgendwie links von mir. Trink, meine Klinge! Trink! Ist er tot, ne? Mann, ist er tot? Ja, endlich. Wow! Alter! Zu zweit! Was geht denn ab hier? Hilfe, Hilfe! Boah, das ist aber nicht die feine englische Art, ne? Und dann sage ich noch, ja, die Gegner haben eigentlich nicht so viel drauf. Oh, wieder! Aber die haben mich, die habe ich gerade eigentlich recht gut bekämpft. Erstmal wieder ein paar Herzen zerstören. Verfolge Graves. Ne, nicht jetzt, denn Herzen zerstören muss ich erstmal. Der kann warten, der Graves, ne? Bitte lass jetzt nicht die Mission abkacken. Bitte nicht, bitte nicht. Wegen, weil ich den jetzt nicht verfolge. Vielleicht ist da irgendwie so ein Limiter. Von wegen, du schaffst es nicht, ihn zu verfolgen. Deswegen fail. Aber ne, kommt nichts. Also kann ich mich hier nochmal umgucken. Was ist denn das für eine Waffe? Eine Strike? Der Striker ist, glaube ich, eine Shotgun, also will ich die nicht. Ich glaube, eine Striker war eine Shotgun, ne? Keine Ahnung. Ich kann es ja mal kurz nachgucken. Ja. Nicht so wirklich, also Einzelschussgewehr. Was mir auch nicht so wirklich gefällt. Kann mal jemand den Südeingang überprüfen? Ich habe das Gefühl, da sticht es nach. Ach, da ist noch jemand. Hab mich schon gewundert, mit dem, der da labert. So, Herz zerstören und nochmal Herz zerstören und der Fahrstuhl geht jetzt nicht nach unten. Denn ich nehme den lieber, denn der ist schöner. Der sieht schöner aus, wegen der ist nicht blutig und so. Denn der andere war blutig, ja. Ich steig doch nicht in den blutigen Fahrstuhl. Brüder, habt Acht! Die Lämpchen scheinen zum Schlechter gekommen zu sein.
Verbarrikadiert die Lobby. Sorgt dafür, dass keiner überlebt. Der Helikopter ist auf dem Weg, Sir. Er sollte in wenigen Minuten hier sein. Was ist das? Oh, da warten gleich welche. Ging gleich mal eine rein. Ein Lichtman. Da wartet einer mit der Taschenlampe. Ich glaub's auch, ey. Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass das Studio in diesem Stockwerk zwecks Renovierung geschlossen ist. In der Nähe müsste ein Korridor sein, durch den du drumherum kommst. Da wartet er wirklich mit der Lampe, ey. Alter, Alter, Alter. Was für eine Begrüßung. Krieg ich gleich mal die Sonne total in mein Face, ey. Mann, Mann, Mann. So, noch jemand? Ne, keiner da. Aber Munition ist da, das ist doch was. Sonst aber nix. Bestimmt sind da welche, ne? Oh, da sind sie wieder. Da ebenfalls, komm. Oh, wieder Taschenlampen, Fuzzi, ne? Wieder einer mit der Lampe. Boah, mag ich so gar nicht. Wow, 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 wow. Ich dachte, neben mir wäre einer. Wollte schon sagen. Aber da ist einer. Hab schon gesehen. So, wieder her zerstören. Irgendwie nachladen die OMP oder auch nicht, denn das brauche ich nicht, oder doch. So, her zerstören. Her zerstören. So, Moment. Für die Karabiner haben wir keine Munition mehr. Das ist ja scheiße, aber die behalte ich einfach mal. Insofern wir wieder Munition kriegen für ein Sturmgewehr, habe ich dann meine Karabiner noch. So, ich glaube, das geht da weiter. Och nee, nicht Schutzschilder. Och nö. Och Mann, das ist doof. Das ist gar nicht geil. Ja, ich hasse Schutzschilder. Na, na, na. Ach, der schießt von oben. Boah, Alter, diese miese Sau. Boah, jetzt reicht's. Bams. Cool. Habe ich wieder Munition für meinen Karabiner, oder? Ja, so ein bisschen. So halb-halb, ne? Oh, da sehe ich was Schönes. Da sehe ich was Schönes. Eine AK. Eine geile Scheiße. Die nehme ich doch mal. Und mein Karabiner hat da nicht mehr so wirklich viel Munition. Von daher trifft sich das gut. So, komm mal raus. Und jetzt kümmere ich mich mal um den Schutzschild. Hey. Boah, wie der mir auf die Eier geht, ne? Ehrlich gesagt. Jetzt sprintet der. Ich habe auch gar keine Dingens mehr, ey. Alter, war das knapp. War das knapp. Ich bin halb down. Alter, Alter, Alter. Da sind natürlich wieder welche. Moment, OMP kurz auslassen. Der kann sich mal bitte kurz zeigen. So. Jetzt kommt der an der Reihe. Na komm. Komm. Helikopter. Auch noch da. Ja, geile Scheiße. Na ganz toll. Freut mich, ja. Ja, zerstören, wie immer. Kennt ihr ja das Spiel. So, Munition. Das ist schön. Munition ist immer schön. Oh, oh. Alter. Das ist aber jetzt wirklich nicht die feine englische Art, Kollege, ne? Kommt einfach von der Seite und ich bin mit Munition beschäftigt und dann, ja, auch schon wieder Ende im Gelände. Es ist zu spät, kleine Lämmer. Der Speer des Schicksals ist in unserer Hand. Er wird den Wirt vernichten und die Finsternis wird endlich unser sein. Nein, niemals. Bleib stehen. Flieg zurück. Du Arschloch. Du Schwein. Du Penis. Helikopter. So. So viel dazu. Dann wollen wir mal den Helikopter aufhalten. Wegen der bleibt wahrscheinlich da eh oben die ganze Zeit am Landeplatz. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Sayonara selber, Arschloch. Würde ich mal so sagen. Ach, okay. Da kann man durchschießen. Auch gut. Ach, guck mal. Na? Ich zerstöre erstmal dein Herz, wenn es recht ist, ne? Der Jagdhund kennt keinen Schmerz. Das hat richtig gepasst. Seht euch das kleine Hündchen an. Der Jagdhund kennt keinen Schmerz. Boah. Mist, ich habe keine Dingens mehr.
keine Sturmgewehrmunition mehr. Das ist ganz schön scheiße. Und die legen mir ganz schön gerade zu. Moment, erst hat zerstören. Boah, warte mal kurz. Geht nicht anders. So. Will jemand noch was? Der Tod des Wirts ist unausweichlich. Die Finsternis wird sich in der Bruderschaft ausbreiten. Das Zeitalter der Menschen ist vorbei, zahme Lämmer. Freut euch und beugt euch euren neuen Herrn. Der mit seinen zahmen Lämmer, da geht mir sowas von auf die Piss, ne? Auf die Piss, genau. Ich gehe auch gleich mal auf die Piste, haha. Oh Mann. So, Herz zerstören. Altes Spiel. Kann ich Herz zerstören? Ja. Hä? Warum ist denn der da tot? Kapier ich nicht. Na egal, ich renne einfach mal hoch im Licht. Und gebracht hat es mir irgendwie gar nichts, denn... Ja. Geht nicht weiter. Ui, doch. Einfach kaputt machen. Hätte ich nicht gedacht. Alter, Alter. Die hauen aber auch ordentlich rein, ne? Allein wegen des Lichts. Das Licht kann man auch noch nicht mal tot machen. Tot machen, sag ich schon. Kaputt machen. Das ist halt die Kacke. Ehrlich gesagt. Da ist kein Gegner. Da ist aber einer. So. Da ebenfalls. Eben nachladen. Und weiter geht's. Super. Und natürlich Herz zerstören. Das muss auch noch da ebenfalls Gesundheit natürlich aufladen. Haben ja nicht mehr so viel. Heli. Für dich, Kollege. Da ist ein Helikopter. Immer noch. Ich glaube, wir kämpfen gleich gegen diesen Typen. Der Harris, Kavis, was weiß ich, wie der heißt. Kein Plan. Karabiner. Ach Mensch. Ein Karabiner. Ach, es ist herrlich. Lecker, lecker. Okay, da kann man nicht rauf. Aber hier sind wieder, glaube ich, gleich Gegner. Es ist zu spät. Nichts kann uns mehr aufhalten. Oh, kann man das Licht nicht kaputt machen? Nee. Scheiße, ey. Dreckslicht. Boah. Ey, so gemein, ne? Haha, kein Licht mehr. Pissgesicht, ey. Na, da lebt noch einer. Alter! Miese Ratte. Kommt der von hinten mit der Peitsche, ey. Darauf stehe ich mal so gar nicht. Ich stehe sowieso nicht auf Sadomaso nebenbei, aber passt schon. Ach, jetzt kommen sie von hinten runtergesprungen. Und da ist immer noch einer mit der Peitsche. Auch jemand mit der Peitsche? Ne. Das war der einzige gerade eben noch. Noch. Dann kommen hier gleich noch welche. Ne, er hat keine Peitsche, aber umso besser, würde ich mal sagen. Boah. Alter, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Hallo. Ey, was? Hallo. Ey, ich hab... Boah, ist das gemein, ne? Ey, ist das gemein. Alter, wer wirft hier diese scheiß Lichtkugeln? Boah, war das gemein. Ich hab gerade gar nichts gesehen. Wer wirft denn diese Scheiße? Dann schieße ich gleich mal ein zweites Arschloch, ey. Der Jagdhund kennt keinen von wo? Schmerz. Da. Komm, zerstören wir ihm nochmal ein Herz. Boah, ey, wie kommen denn hier? Alter, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ah, von hinten wieder. Na klar. Darauf steht er anscheinend. Boah, fuck you. Das ist gar nicht geil. Ich bin gleich tot. So, nur irgendwie ausrüsten, bitte. Ich blute. Denn ich muss ein bisschen besser zielen. Aber bringt mir, glaube ich, auch nichts mehr gleich, denn ich bin gleich tot. Ich zerstöre eben ganz schnell die Herzen wegen. Die ziehen mir ganz schön viel Gesundheit ab. Und dann immer schön Herzen zerstören nebenbei. Um die Gesundheit natürlich wieder aufzuladen. Ne, Leute? Kennen wir, kennen wir.
So, meine Karabiner hat auch wieder ein bisschen Munition. Und mit der letzten Munition schaffe ich den Gegner nicht mal zu killen, ey. Was für ein geiles Aiming. Kann er mal sterben? Danke. Bei der Munition, habe ich das richtig gesehen? Oh, hier ist Munition. Oh, das ist geil. Schön Munition für meine M4, das ist Hammer. Sag mal, müssen wir eigentlich hier die ganze Zeit weiterkämpfen oder müssen wir irgendwie hier rauf und aufrollen? Dachtet ihr, wir lassen zu, dass ihr den Speer des Schicksals bekommt? Ja, vielleicht. Irgendwo ist hier der Heli, da. Und was will er jetzt machen? Der hat doch gar kein MG dran, gar nichts. Achso, denn schießt er eben mit Gegner. Also manche schießen ja mit Kugeln oder so, aber er schießt mit Gegner. Auch eine geile Sache. So, zerstören wir mal wieder das Herz. Alter, das ist gar nicht geil. Boah, fuck, ich bin gleich tot. Scheiße. Das war nochmal echt knapp. Boah, aber auch so viel Gegner, kein Wunder. Sag mal, hat er sich nach unten teleportiert oder so, die alte Sau? Wo ist denn der? Der ist unten. Der lebt immer noch. Na, guck raus. Guck raus. Na komm. Hallo. Herr Eiermann. Boah, jetzt reicht's. Du willst es also auf der harten Tour. Gut, dann komme ich eben zu dir. Genießt dieses Leben, solange ihr könnt. Morgen gibt es nur noch Finsternis. Ist doch perfekt, ich stehe hier auf. Flieht, versteckt euch. Nichts entkommt meiner Klinge. Gar nichts. Wir müssen sofort zum Hafen und den Speer des Schicksals zerstören. Ich stehe eh auf Dunkelheit, von daher ist alles prima. Hey, ich bin's, Dolfo. Ich komme mit euch bekloppten Strichern zum Hafen. Lassen wir für den Boss Scheiße auf sie regnen. So Leute, dann werde ich erstmal mich ab hier wieder verabschieden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von The Darkness 2 wieder, und zwar der große Regen ist da, also tschüss.